feine Sache. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute bauen wir zusammen den Kettenöler, den von Berotec, dem Professor, ein. Und ja, da dürft ihr mich jetzt quasi mit begleiten. So, als erstes baue ich hier den Tank erstmal ein. Und die variable Tankentlüftung habe ich bereits schon hier angebracht. Die ist dafür da, falls man mal Offroad unterwegs ist und die Kiste länger auf der Seite liegt, dass dann kein Öl durch das Original, durch die Originalentlüftung entweichen kann. Die wäre nämlich direkt hier auf dem Tank drauf. So, jetzt frickeln wir mal hier die Kabelbinder durch, die übrigens schon bereits mit enthalten sind. Das heißt, es muss nicht unbedingt das extra Befestigungskit quasi mitgekauft werden. Das ist hier schon an Bord. So, gucken wir mal, wie wir das hier am sinnvollsten rumkriegen. Aber das sollte alles kein Problem sein. Jedenfalls ein Stück weiter runter. So, hier ist noch ein bisschen Moosgummi mit dabei. Bevor ich das jetzt hier befestige, was ich eben gerade schon angefangen habe, werde ich das erstmal an den Rahmen befestigen. Wir brauchen ja nicht unbedingt alles. So, und das Ganze kleben wir, wo kommt er ungefähr hin? Hier hin. Sieht doch gut aus. Und ein gleiches Stück auf dieser Höhe. So sollte da zumindest nichts mehr scheuern. Man nehme zwei Kabelbinder. Na. So, haben wir den ersten Schritt geschafft. Das knipsen wir nochmal ab. Ich sage auch eins, das Multitool von Black & Decker könnt ihr getrost in die Tonne schmeißen. Das ist, ja, weiß ich nicht, das ist Kacke. Ich bin aber zu faul, mir jetzt was anderes zu holen. Von daher geht das schon irgendwie. So, das werde ich hier auch noch befestigen. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Das zeige ich euch dann am Ende. So, als nächstes stecke ich hier erstmal das die Düse rein mit dem ganz langen Schlauch. Da werden wir gleich ein Stück von abschneiden. So, als nächstes nehme ich den Schlauch von der Einspritzdüse, führe den hier schon mal etwas rum, um den dann in den Tank einzuführen. So, sitzt. Den schneiden wir gleich einmal ab, um dann das Einführventil nämlich mit reinzubasteln. So, das könnt ihr jetzt vermutlich nicht sehen, das zeige ich euch nachher nochmal. Ich befestige das Dosierventil jetzt hier mit Kabelbinder an so einer kleinen Brücke. Das Modul sitzt. Ich bin zwar nicht glücklich, wie es sitzt, aber ich glaube, anders kriegt man das nicht hin. Jetzt werde ich mal gucken. Das muss ja hier so rein. Abschneiden und dazwischen den Einfüllstutzen setzen.
Schauen wir mal. So. Jetzt steckt das Kabel, wollte ich gerade sagen, der Schlauch hier zumindest schon mal drin. Und das Einfüllventil kommt jetzt einfach nur, ich hoffe, ihr seht das, ja, hier zwischen. Schwupp. So, das verstecke ich, das liegt auch letztendlich hier mit drin. So, das Kabel ziehe ich hier schon mal durch. So, nicht schön, aber selten. Da gucke ich nachher noch mal, ob ich das irgendwie, wie ich das einigermaßen vernünftig noch verstecken kann. So, ja, mal gucken, Autofokus. Da, ja. So, der Schlauch kommt hier runter, geht dann einmal hier rüber. Und was ihr dann nicht sehen könnt, hier hinter der Schwinge lang. Da und dann hier ans Kettenrad. So, als nächstes habe ich hier den Stecker vorbereitet. Und den er hoffentlich passen wird. Der hier in den ACC2 reingesteckt wird, den Nebenverbrauchsstecker für Zubehör. Und das ist da, wo unter anderem die Originalgriffheizung angebaut wird. Und hier muss man den freien Steckplatz einfach nutzen. So, und hier den Stecker einführen. Das sieht tendenziell ganz gut aus. So sollte das passen. Schauen wir mal, ob der Stecker wieder... Sieht gut aus. So, hier noch die Dichtung rein. So, das Ganze ist jetzt hier angeschlossen. Hier rüber geht dann hier... Moment, kann ich das euch... Dann hier rüber, da so erstmal lang nach da hinten. Und jetzt schließe ich den Knopf für Regenmodus bzw. Spülmodus ein. Das zeige ich euch dann gleich. So, da ist der Schalter jetzt angebracht. Und das Ganze muss jetzt zugentlastet verlegt werden. Das heißt, ich gehe jetzt hier irgendwie so rum, führe das dann hier durch. Hier unten durch und auf ähnliche Weise, ach, hätte ich vielleicht noch nicht zumachen sollen. Vermutlich gehe ich aber mit dem Kabel eher entlang hier. Da habe ich mir bei dem Kabel nicht so viel Gedanken gemacht gehabt. Ja, so ist das Leben manchmal. Jetzt kriege ich es nicht wieder zurück. So, Knopf ist angebracht. Geht dann hier durch mit ein bisschen Spiel, Zug entlastet auf jeden Fall, ne? Dran denken. Geht hier runter. Hier ist ja wieder gesagt, das Kabelchen geht dann hinter dem Tank einmal hier so lang, dann hier durch, hier rum, darum und dann da. Ich habe das jetzt hier alles nochmal ein bisschen schöner gemacht. Der Einfüllstutzen liegt im Seitenteil, den kann man bei, wenn man muss, kann man rausziehen. Hier ist die Schalteinheit. Da muss ich nochmal einstellen. Ich glaube, ich fange mit 3 an. Irgendwo zwischen 3 und 5 haben die meisten, die ich jetzt so erfahren habe. Genau, hier ist der Tank, den befülle ich gleich. Dann geht hier unten, sieht man das irgendwie, hier das Kabel oder der Schlauch durch, hier einmal rum. Den habe ich immer, die Einheit habe ich immer befestigt. Dann haben wir hier nämlich das Modul, das geht runter.
Und jo, das war's dann vom Einbau erstmal und jetzt befülle ich das Ganze. So, jetzt haben wir einmal kurz das ganze System entlüftet. Beziehungsweise aktuell ist der Entlüftungsmodus noch an. Den muss ich jetzt einmal wieder deaktivieren. Schwupps. Und aus ist das Ganze. Ja, und somit haben wir das ganze System jetzt erfolgreich eingerichtet. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich oder ja, jetzt gleich noch eine Runde drehen, um zu gucken, wie das von der Einstellung her passt. Und ja, das war's denn soweit.